Hallo meine Lieben, heute präsentiere ich euch ein Leckerbissen aus der türkischen Küche. Knusprige Zigarettchen mit weicher Käsefüllung, die machen richtig süchtig und Widerstand ist zwecklos. Hammer. Wir brauchen dafür solche Jufka-Teigblätter und zwar die werden dann schon verkauft in so einer Dreiecksform. Ich hole die mal raus. Das sind ganz viele solche ganz feinen Teige. Wir brauchen Hirtenkäse, Weichkäse, Ziegenkäse, Schafskäse, was man bevorzugt, was man mag, Feta. Das wird jetzt zerkleinert. Man kann das mit der Gabel zerkleinern oder mit den Händen. So klein wie es geht. Und dazu jede Menge Petersilie. Ich habe hier tiefgefrorenen. Oder man nimmt frische. Umrühren und dann muss man probieren, ob das salzig genug ist, weil mancher Weichkäse ist nicht salzig. Soweit ich weiß, ist der Hirtenkäse ordentlich gesalzen. Da muss man natürlich nicht mehr nachsalzen. Vor mir habe ich die Teigblätter ausgebreitet. Gib darauf einen gut gehäuften Esslöffel Käse. Werde erstmal die Seiten einschlagen. So, und dann einrollen. So, bleib hier. So eng wie möglich einrollen. Und jetzt mit der Spitze nach unten legen, sodass sie dann nicht aufgehen. Und erstmal bereite ich mir genug vor und dann gehe ich zur Pfanne, weil die in der Pfanne ganz schnell anbrennen. Sollte man auch dabei bleiben. So. In der Pfanne habe ich jetzt circa 1/2 cm Öl. Es sollte nicht zu heiß sein, sonst brennen die so schnell an, das geht rucki-zucki, dann, ja, dann entsteht Stress. Lieber langsam und sicher. So. Und wenden. Hier ergibt es sich so, dass ich drei Seiten anbrate. Das ist die eine Seite, die und dann noch die schmale. Also drei Seiten, zwei Seiten, je nachdem, wie gut man die gefüllt hat. Ne? So ein großer Berg entsteht dabei. Sehr, sehr köstlich. Meine Kinder und wir Erwachsene, wir lieben die. Die tut man gerade so wie Chips essen. Super köstlich. Natürlich, wenn sie warm sind und frisch gemacht sind, schmecken die am besten. Freunde, vielen Dank fürs Anschauen. Freue mich über euer Like. Freue mich, wenn ihr das nachbereitet. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, bitte abonnieren. Bis zum nächsten Video, eure Xenia. Schaut mal. Lecker.